Hier auf der SHOT Show 2018 gibt es einen Stand, wo man als Deutscher zumindest mal vorbeigeschaut haben sollte, und das ist hier Heckler & Koch. Deutsches Traditionsunternehmen mit zwei neuen Produkten für euch, die jetzt hier von Björn vorgestellt werden. Ja, Michael, hallo. Wir haben hier das CSAS-Gewehr, das die US Army einführen möchte. Es ist ein Traditionshalbautomat. CSAS steht für Compact Semi-Automatic Sniper System. Wie ihr hier seht, ist es ein Gewehr im Kaliber 7.62 mm x 51, also das Standard-NATO-Kaliber, so wie das damalige G3 bei der Bundeswehr oder jetzt das jetzige G28 und G27, das auch bei der Bundeswehr eingeführt ist. Das CSAS-Gewehr hat sehr strikte, oder die US Army hat an das CSAS-Gewehr sehr strikte Forderungen gemacht bezüglich des Gewichts. Die nackte Waffe soll ohne Optik, ohne Zweibein 4 Kilogramm wiegen oder weniger als 4 Kilogramm wiegen. Wir haben mit der Optik und dem Zweibein ohne Suppressor haben wir ein Gewicht von 5,8 Kilogramm. Die Waffe soll dann hauptsächlich schallgedämpft genutzt werden. Das heißt, ich habe hier den OSS-Schalldämpfer von der amerikanischen Firma OSS. Und ja, die Präzisionsforderungen liegen bei ca. einem MOA. Es ist mehr ein gewichtsreduziertes 417. Die Herleitung zum G28 kommt eben daher, dass ich dieselben Absteckpunkte wie beim G28 habe. Das heißt, das Gehäuseunterteil ist ein Zivilgehäuseunterteil, das heißt, die Waffe ist keine Kriegswaffe, sondern eher auf einem MR308 begründet als auf einem 417. Das hier, dieser M-Lock-Handschutz von Geissele, das war eben ein Wunsch der US Army. Wir haben hier auch noch verbaut von Geissele, den Abzug eben für ein sauberes Matchverhalten. Ein sehr schicker Abzug in der Waffe. Der Nachteil bei diesem Abzug allerdings, muss man sagen, ist, dass er eben nicht in allen Ladezuständen sicherbar ist. Das heißt, nicht so wie man es bei uns beim 417 oder beim G28 gewohnt ist. Hier muss ich eben spannen und dann kann ich die Waffe wieder sichern. Aber es ist den Amerikanern, die haben ja ihr amerikanisches System, die sind da gewohnt, damit umzugehen. Und ja, die Amerikaner machen jetzt eben noch ein paar Erprobungen hinsichtlich der Rohrgeometrie, hinsichtlich des Kalibers auch. Es sind noch zwei andere Kaliber mit dem Rennen, der 260.62 Remington und eben die 6,5 Creedmoor. Das sind zwei optionale Kaliber, die eventuell auch noch zum Zuge kommen könnten. Der Drall im 308er Rohr ist auch noch ein Thema, was diskutiert wird. Hier haben wir momentan ein 11 Zoll Drall drin und ein 8 Zoll Drall wird ebenfalls erprobt momentan. Die Schulterstütze steht noch zur Überarbeitung an. Hier wünschen sich die Amerikaner eben eine Schulterstütze, die ein bisschen einfacher konstruiert ist, dadurch eben an Gewicht nochmal verliert, um das System zusätzlich nochmal leichter machen zu können. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite von diesem schönen Aufsteller hier und wir haben hier noch ein Produkt, das für uns Deutsche doch noch vielleicht ein wenig interessanter sein wird als das CSAS. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, Michael, danke schön. Also wir haben hier das HK-433. Das HK-433 ist ein Sturmgewehr im Kaliber 5.56 und stellt quasi die Synergie dar aus einem G36 und aus einem HK-416. Es vereint alle positiven Merkmale eines G36, was Modularität und Handhabung anbetrifft und eben die Präzisionseigenschaften eines HK-416 respektive das Magazin eines HK-416. Den Magazinfang hat man ähnlich gelöst, wie gesagt, wie im HK-416. Die Magazinhalterung wie im HK-416 und die Auslösung ist gestaltet wie im G36. Wie du schon angesprochen hast, kann ich dadurch das Magazin eben mit der Nichtschusshand sauber lösen und verstauen, habe aber trotzdem die Möglichkeit, das Magazin auch mit dem Schussfinger auszulösen. Und das, wie auch schon von dir gesagt, links- und rechtshänder tauglich. Somit kann der Ausbilder, der nachher die Waffe schulen muss, das immer direkt für alle, für beide, für den Linkshänder wie für den Rechtshänder gleich ansprechen. Schussfinger löst Magazin und dann macht er das. Ja, genauso auch sehr ähnlich wie G36 der Feuerballhebel. Ist eben auch eher 90 Grad Auslösung wie beim G36 ähnlich und nicht wie bei einer A15 oder bei der 416.
Richtig, also hier haben wir im Vergleich zum 416 haben wir hier die 90 Grad Schaltung, das heißt 45 Grad vom Sicher zum Einzelfeuer und nochmal 45 von Einzelfeuer zu Dauerfeuer. Der Durchladehebel befindet sich jetzt hier in vorderer Position. Für diejenigen, die das G3 noch kennen, wird die Position bekannt sein. Also das heißt, oder auch MP5. Oder MP5, richtig. Ich erfasse hier vorne den Durchladehebel, führe den Durchladehebel nach hinten und kann ihn dann eben schnellen lassen, um die Waffe fertig zu laden. Ich habe auf den Verschlussfanghebel auch beidseitig positioniert. Ich kann durch Hochdrücken des Verschlussfanghebels den Verschluss in hinterer Position blockieren. Und man sieht jetzt, der Durchladehebel hier ist nicht verbunden mit dem Verschluss. Das heißt, ich kann wohl im Schießen, während dem Schießen den Daumen hinter dem Verschlussfanghebel, hinter dem Durchladehebel halten, ohne dass ich verletzt oder eine Blockade produziere. Das heißt, löse den Verschluss aus, dann kann ich den Durchladehebel entriegeln, nach vorne und oben entnehmen und setzen auf der gegenüberliegenden Seite entsprechend wieder ein und kann jetzt die Waffe als Linkshänder bedienen. Genau, ein weiterer Punkt, Michael, wäre zum Beispiel die Schulterstütze. Die Schulterstütze ist umklappbar, genauso wie die Schulterstütze, bekannt wie beim G36, umklappbar und somit eben die Waffe kompakt zu machen. Ich kann somit die Waffe kompakt im Rucksack verstauen oder eben im Fahrzeug. Die Waffe ist auch mit umgeklappter Schulterstütze, kann ich das HK433 gefahrlos schießen. Das Bodenstück hält. Ich brauche die Schulterstütze nicht, um das Bodenstück in Position zu halten. Die Schulterstütze ist auch längenverstellbar. Ich habe hier hinten die Möglichkeit, die Schulterstütze dementsprechend auszuziehen und für meine Körpergröße anzupassen. Ich habe noch zusätzlich, je nachdem, was ich für eine Optik montiert habe, die Möglichkeit, die Wangenanlage nach oben auszuziehen, um dann eben bestmöglich in Anschlag gehen zu können. Das Schussverhalten kann ich auch noch hinzufügen. Also das Schussverhalten von der Waffe ist im Vergleich zum G36 nochmal softer geworden. Also es ist angenehmer, die Waffe zu schießen und sie lässt sich auch in kurzen Feuerstößen wirklich gut kontrollieren. Was haben wir da für eine Kadenz? Die Kadenz liegt bei ca. 750 Schuss pro Minute. Genau, gut kontrollierbar. Die Gasabnahme ist aufgebaut wie die bei dem HK416. Wir haben hier vorne eine verstellbare Gasabnahme, das heißt, wenn der Schalldämpfer oder der Suppressor angebracht wurde, stelle ich von der Normalposition auf die Suppressed-Position und habe damit eben eine verminderte Waffenfunktion, das heißt, das Gehäuse wird dadurch eben geschützt und langlebiger. Blackout-Kaliber sind wir jetzt mehrmals angefragt worden, ob wir das auch machen werden oder 300 Whisper. Wir sind in der Überlegung, solches zu tun, allerdings konzentrieren wir uns erstmal auf das 556 und auf die Bundeswehrausschreibung. Er ist uns so immer gut, erstmal ein Produkt fertig zu machen und dann erstmal Standard zu machen. Dafür ist er eigentlich bekannt. Genau. Okay. Dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Björn, und vielen Dank für das kurze Interview. Sehr gerne, Michael. Neben den Sachen, die man sonst auf der IWA und auf der Enforce Tech Store noch zu sehen bekommt, hat man hier auf der SHOT Show auch noch Sachen, die man in unseren Gefilden leider schwer in die Finger bekommt, um sie mal zu befingern. So zum Beispiel das M27 IAR, das Infantry Automatic Rifle, das vom US Marine Corps momentan eingesetzt wird, demnächst auch voll eingeführt wird. Interessant bei der Waffe ist eben, dass sie so ein bisschen so eine Mischung aus Sturmgewehr, Maschinengewehr und Präzisionsgewehr ist. Mit der sehr starken Trichicon-Optik obendrauf haben wir eben die Möglichkeit, auf weitere Distanzen zu wirken. Wir haben als Notfallvisierung obendrauf ein RMR mit Lichtsensor. Und die Waffe hat eben einen relativ schweren Lauf, was eine relativ hohe Präzision als auch ein relativ starkes Automatikfeuer ermöglicht. Also wir können hier längere Feuerstöße eben abgeben, ohne dass der Lauf gleich durchglüht. Das ganze System ist eben basiert auf einer Heckler & Koch 416, ist ein bisschen größer und ein bisschen schwerer ausgeführt, aber immer noch sehr handlich, sehr leicht. Man könnte es notfalls immer noch mit einer Hand führen vom Gewicht her. Schönes Teil, gefällt mir. Hatten wir zwar letztes Jahr schon auf der Enforce Tech die 416 A5, ebenfalls ein sehr schönes Gerät, eben hat alle Sachen eben verbessert, die bis jetzt ein bisschen Kritikpunkte an der 416 waren. Wir haben hier eine etwas längere Casel-Nut, sodass wir beim eingeschobenen Schaft eben bloß bis zum letzten Rastpunkt kommen. Wir haben einen längeren Schaft verbaut, eben den sogenannten Heckler & Koch Slimstock, der eben auch mit Plattenträger besser in der Schulter liegt. Wir haben einen beidseitig bedienbaren Magazinlösehebel und wir haben einen beidseitig bedienbaren Verschlussfang. Zudem ist der Ladehebel hier eben ebenfalls beidseitig gehalten, beziehungsweise man kann den Ladehebel eben auf der Seite ausbauen und auf der anderen Seite wieder einbauen. Wir haben eine Flip-Up-Notvisierung vorne und hinten,
und eine sehr leicht von außen verstellbare Gasabnahme. Das ganze Frontset ist etwas länger gezogen als beim A3-Modell der 416. Und insgesamt haben wir hier einer der besten Sturmgewehre, die es momentan auf dem Markt gibt. Ob das Ding immer noch besser ist als die Heckler & Koch 433, bleibt in der Zukunft abzuwarten, aber auch hier ein sehr schönes Gewehr. Wenn einem das Kaliber 223 immer noch zu klein ist, haben wir hier dasselbe Spielzeug in 308, die Heckler & Koch 417 in der A2-Ausführung. Wir haben dieselben Features, die bei der 416 hier in der A5 verbaut wurden. Eben auch die Flip-Up, Kimme und Korn, die verstellbare Gasabnahme, beidseitiger Magazinlösehebel, beidseitiger Verschlussfang. Und wir haben aber hier aufgrund des höheren Kalibers eine größere Verschraubung, eben eine schwere Barrel Nut, eine größere Buffer Tube mit einem Slimstock, der eben für diese größere Buffer Tube ausgelegt ist. Aber ansonsten eben dasselbe Package, nur hier eben im größeren Kaliber 7.62. Ein anderer Punkt, der eben auch noch bei den neueren 416 anders gelöst ist, beziehungsweise besser gelöst worden ist, sowohl bei der 416 als auch bei der 417, ist dieses kleine Loch hier. Wenn man hier ein bisschen schaut, hat man hier eine Bohrung, in die man diesen schmucken kleinen Granatwerfer einhängen kann. Man hat hier vorne einen Pin und mit diesem Pin kann man, wenn man den Granatwerfer auf die untere Schiene aufschiebt, mit dem Pin das Ganze eben fixieren, sodass es eben vor Lösen und Ruckeln beim Schuss eben geschützt ist. Ebenfalls auf deutschen Messen noch nicht so viel zu sehen ist eben das MG4 und da vorne der große Bruder des MG5. Beides Maschinengewehre aus dem Hause Heuckler & Koch mit einem modularen System, ähnlich aufgebaut wie die FN249 und FN240 Maschinengewehre. Moderner Aufbau mit modernen G36 ähnlichen Bedienelementen, Klappschaft, längenverstellbaren Schaft, schnell wechselnden Lauf, ausklappbaren Tragegriff. Und wir haben eben hier das MG5 wahrscheinlich, was auf längere Zeit das MG3 bei der Bundeswehr ersetzen wird. Ebenfalls eine sehr schöne Waffe, die ich leider noch nicht geschossen habe. Und im Vergleich zum MG3 muss man sagen, hier hat man eine wesentlich leichtere Waffe in der Hand. Klar, hier ist jetzt noch keine Munition mit dabei, aber im Vergleich, wer schon mal ein MG3 durch die Gegend geschleift hat, ist die Waffe deutlichst leichter.